Moin Moin und ein herzliches Willkommen bei Finanzkroko. Heute geht es um meinen Aktiensparplan, jeden Monat Dividende, und zwar ist das Update Nummer 54 für August 2022. Ja, und schauen wir mal, wie viel Dividendenausschüttungen ich in diesem Monat erhalten habe. Ja, beginnen wir ganz oben. Procter & Gamble hat mir 11,57 Euro ausgeschüttet. Im letzten Quartal waren das, also im Mai, waren das noch 10,75 Euro. Ja, natürlich hat das auch etwas oder ein wenig mit zu tun, dass der Euro schwächer ist und dass der Dollar natürlich so stark ist. Ganz, ganz klar. Dann haben wir Texas Instruments. 12,46 Euro gab es da und Starbucks hat 9,15 Euro gegenüber 8 Euro im Mai noch gehabt. So, dann haben wir AT&T, hat wieder 16,25 Euro ausgeschüttet. Ich hatte ja schon im Vorquartal hatte ich ja schon über 18 Euro gehabt, dann war ja der Split da und dementsprechend war dann im letzten Quartal nur noch 11 Euro. Habe hier wieder aufgestockt auf diese, ich glaube das waren über 300 Euro. Und jetzt habe ich ungefähr wieder den gleichen Stand wie vor einigen Monaten mit 16 Euro. Ich denke mal, im nächsten Quartal werden das dann wieder 17, 18 Euro und dann habe ich den gleichen Stand komplett wieder aufgeholt. So, also AT&T 16 Euro, dann haben wir Apple 4,60 Euro. Dann haben wir Realty Income 5,81 Euro, der Monatszahl, da bekomme ich ja jeden Monat eine Dividende ausgeschüttet, der REIT aus USA, dann haben wir insgesamt also fast 60 Euro, nicht geschafft, aber knapp davor, 59,84 Euro. So, wir schauen uns auch gleich mal live oder bei Kontosparen mein Depot direkt an, aber erstmal scroll ich das Ganze mal durch, das schauen wir uns gleich wie gesagt an, im Depot, das auch, und zwar hier sehen wir, März 2018 war ja der Start für Januar, Februar, März direkt 2018, ich wollte ja ursprünglich eigentlich ja im Januar 2018 starten, habe es ja damals wegen organisatorischen Gründen nicht ganz geschafft. Deswegen ging es dann erst im März 2018 online. Aber der Betrag von 400 Euro war ja schon im Januar und Februar auch schon drauf. So, gekauft wurde dann erst im März 2018. So, deswegen, März 2018 war ja Start. Dann ging es halt so weiter. Man sieht hier nach 10 Monaten, nach 12 Monaten hier, lag es schon die Dividende bei 14 Euro. Dann haben wir hier im Januar 2020 23 Euro in Dividenden. So, was haben wir 21, hier waren 34 Euro an Dividenden. Und 22 waren es dann 51, habe ich geknackt, hier die 50 Euro. Dezember, Januar und dann ging es halt wieder weiter, weiter. Bis hin hier fast einmal 70 Euro, das war hier im Juli. Ja, da haben fast die 70 Euro geknackt, jetzt sind wir bei 60 Euro. Also dieser Quartal ist etwas schwächer. Man sieht auch hier im Mai, das ist der gleiche Ausschüttungsmonat wie August. Die sind ein bisschen schwächer, sind die. Da überlege ich vielleicht nochmal die eine oder andere Aktie nochmal nachzulegen. Also vielleicht eine Verizon oder eine British American Tobacco. Das sind halt sehr starke Dividendenzahler, aber auch eine Caterpillar mit, glaube ich, 2,5% Dividendenrendite würde vielleicht auf längerer Sicht auch dem Quartal gut tun. So, hier sehen wir auch nochmal die Auflistung, wie Apple ist bei mir natürlich am höchsten gewichtet, ist auch natürlich am besten gelaufen in den letzten 4 Jahren, hat eine Gewichtung von 11%, obwohl natürlich Unilever genauso viel erhalten hat wie Apple, ist Apple natürlich besser gelaufen, Microsoft ist besser gelaufen, aber diese Unternehmen wie hier IBM, Altria, Unilever zahlen mir natürlich eine zuverlässige und hohe Dividende. So, schauen wir mal einfach, was in den nächsten 4 Jahren dann ausschaut, ob Apple immer noch da oben steht oder vielleicht auch eine PepsiCo plötzlich den Platz 1 übernehmen, weil die laufen auch immer besser mittlerweile, sind die bei mir, glaube ich, meine drittgrößte Position, haben jetzt kurz immer ein paar Euros, das ist zumindest überholt jetzt vor ein paar Tagen. Hier sehen wir nochmal, die am besten ausschütten, AT&T, Altria, IBM und Unilever, und das sind halt die am besten performt haben, die 4. Ja, jetzt werde ich mich gleich einmal einloggen. Ich mache mal kurz Pause. So, da bin ich wieder eingeloggt bei der Consorsbank, mein Depot. Und zwar sehen wir hier Apple mit 156% Performance. Insgesamt das Depot liegt gerade bei 32,4%.
Ja, kann man sehr zufrieden sein, wie ich finde. Für einen Aktiensparplan, was 4 Jahre läuft, 32% ist schon top. Wenn ich mein Langfristdepot anschaue, da bin ich auch nicht viel weiter als in meinem Aktiensparplan. Obwohl ich da natürlich immer versuche, wenn das Unternehmen günstig ist, zu kaufen. Und ja, und hier läuft es einfach stupide, einfach jeden Monat 25 Euro, egal wo der Kurs steht. Mal ist es besser, mal ist es schlechter. Und da bekommt man halt einen Durchschnittswert und der ist, wie man sieht, gar nicht mal so schlecht mit 33% Performance derzeit oder fast 33%. Wie gesagt, ich bin damit zufrieden. Ja, schauen wir uns einfach weiter an. Also Apple Platz 1 immer noch 156%, Microsoft 89%, die haben es ein bisschen federn lassen und zwar lang, glaube ich, in den letzten Monaten noch bei über 103%, jetzt bei 89%, also der Kurs ging etwas zurück bei Microsoft. Ja, vielleicht könnte man sich hier mal wieder für ein Langfristdepot mal eine Position, die man aufstocken könnte. Ja, könnte man überlegen, obwohl die bei mir auch in meinem Langfristdepot auch schon sehr, sehr stark gelaufen sind, dann tut man sich das natürlich immer sehr, sehr schwer, wenn das Unternehmen 105% im Plus liegt, da nochmal nachzulegen. Aber schauen wir mal. So, also, anderes Thema. Texas Instruments liegt bei 45% wieder. Die haben wieder ganz knapp PepsiCo überholt. Hier sehen wir, gestern lag noch PepsiCo vor Texas Instruments. Jetzt ganz knapp darunter, aber beide mit 45% Performance. PepsiCo natürlich unglaublich stark derzeit. Finde ich richtig, richtig geil, dass ein Unternehmen wie PepsiCo jetzt weiter oben mitspielt bei mir. Mit 45% Performance top. Ja, man sieht, 117 Euro ist der durchschnittliche Einkaufskurs im Aktiensparplan und der aktuelle Kurs liegt bei 171. So, das gleiche bei McDonald's. Auch hier Top-Unternehmen mit dabei, 44%. Dann haben wir Procter & Gamble, 40%. Also man sieht hier, da sind wirklich solide Dividendenzahler, die zahlen Procter & Gamble, glaube ich, seit 60 Jahren die Dividende. PepsiCo auch schon, weiß nicht, glaube ich, auch um die 50 Jahre. McDonald's ist auch mit dabei, weiß ich nicht, 45 Jahre vielleicht, also so um den Dreh. Also das sind wirklich stark Unternehmen. Hier, Coca-Cola mit 37% Performance derzeit, nicht so stark wie PepsiCo. Dieses Unternehmen überlege ich wirklich gerade derzeit nochmal aufzustocken in meinem Langfristdepot. Ich hatte überlegt, PepsiCo, wie man sieht, einfach etwas stärker am Laufen. Ich habe auch vor ein paar Tagen bei Instagram auch verglichen die beiden, PepsiCo und Coca-Cola, auch die ganzen Fundamentaldaten habe ich ja verglichen gehabt und auch den Kurs der letzten 5 Jahre und PepsiCo lief etwas besser die letzten 5 Jahre. Die sind auch etwas stärker bewertet, etwas höher und Coca-Cola ist etwas niedriger bewertet, hat auch etwas größere oder eine etwas höhere Dividendenrendite. Ich glaube, die liegt bei 2,7% bei Coca-Cola und PepsiCo, glaube ich, bei 2,5% derzeit. Beide sind nicht wirklich günstig, aber wenn man konservativ noch etwas nachlegen möchte, habe ich mir gedacht, dann werde ich vermutlich doch die Coca-Cola nochmal nehmen, obwohl ich von PepsiCo etwas breiter aufgestellt, also etwas Mehrheit, weil die einfach breiter aufgestellt sind. Die haben auch Snacks 50% und Getränke 50%. Aber Coca-Cola ist da auch nicht weit entfernt. Die haben auch 500 Marken, sehr starke. Die haben auch mittlerweile alles Eistee, Wasser und Saft, wie gesagt, und nicht nur Fanta und Cola und Sprite, wie gesagt, auch andere Sachen. Also Coca-Cola für mich derzeit mit 2,7% etwas mager. Ich hätte lieber mit 3% die nochmal eingesammelt, aber ich möchte einfach mein Geld nochmal ein bisschen investieren. Ja, wir haben eine hohe Inflation, und ich denke mal, Aktien sind da die beste Lösung. Und konservativ ist Coca-Cola halt da die etwas günstigere Wahl als PepsiCo, sagen wir mal so. Aber jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. So, wir sind ja beim Aktiensparplan. Und zwar, dann haben wir Walmart mit 34% mit dabei. Starbucks hat sich wieder sehr stark erholt. Ja, mein Durchschnittswert liegt bei 70 Euro, also hier 69 Euro. Aktueller Kurs wieder über 80, schon mittlerweile 87 Euro. Ja, wer hier vielleicht mal nachgekauft hatte vor einigen Monaten, wird sich jetzt wieder sehr, sehr stark freuen. Ja, Performance 26%. Ich glaube, vor einigen Monaten, vor 3 Monaten oder sowas, waren die bei plus 5%. Also die haben hier enorm aufgeholt. Dann Johnson & Johnson, 26% Performance. Realty Income, der REIT aus den USA, der mir jeden Monat eine Dividende beschert, liegt hier bei 14%. Den habe ich ja quasi zum größten Teil aus Dividenden aufgebaut.
Ja, die Dividende, die ich erhalten habe aus diesen Aktienstrategien, habe ich das meiste in Realty Income investiert. Nicht alles, aber einen sehr, sehr großen Teil. Also man kann hier sagen, hier hat das Geld, was Geld erwirtschaftet hat, wieder Geld gemacht. Also das ist sehr, sehr, sehr geil, finde ich. Also Realty Income, das gleiche mache ich ja jetzt mittlerweile mit 3M, zeige ich auch gleich. So, also Cisco Systems auch bei knapp 10%, IBM ist auch mit dabei, 26%, dann Altair Group 6%, die waren ja auch eigentlich Dauerminus die letzten Jahre, erst seit 2021, glaube ich, jetzt sind die seit ein paar Monaten im Plus, aber davor waren sie wirklich gefühlt 3 oder quasi ja fast 4 Jahre eigentlich immer im Minus, Minus, Minus. Altria Group mittlerweile ein bisschen im Plus, auch ein sehr starker Dividendenzahler für mich. Unilever hier minus 4%, auch die, denke ich mal, werden sich in den nächsten 2, 3 Jahren wieder stabilisieren und wir werden hier auf jeden Fall irgendwann mal wieder ein grünes Plus sehen, genauso wie bei Altria Group. Also Unilever, ein Konsumgüter, ja, da sehe ich überhaupt nichts. Also da bin ich überzeugt und gehört auch in meinem Langfristdepot zu den größten Positionen. Ganz, ganz klar. So, dann AT&T, minus 18%. Dann Toronto Dominion Bank aus Kanada plus 31%. Dann haben wir Boeing noch dabei mit minus 40%. So, und dann kommt 3M, der neue Kandidat, den ich ja seit einigen Monaten jetzt bei mir im Depot habe. Jetzt bekommen die noch im September die Dividende, wird nochmal investiert und zwar am 15. wird die nochmal investiert. Also hier bekommen die auch nochmal 70 Euro dazu wieder, die Dividende, die sich wieder aufgesammelt habe, die jetzt in den letzten einem Monat, paar Tage, paar zerquetscht noch dazu. 70 Euro werde ich nochmal investiert in 3M. Also 3M ist mittlerweile das Neue bei mir, was früher Realty Income gemacht hat. Ich habe ja nur die Dividende investiert. Mittlerweile wird Realty Income ganz normal bespart. Aber 3M ist mittlerweile seit Monaten nur, also die werden wirklich rein nur aus Dividenden bespart. Dividenden, die ich von diesem Aktienstück erhalte, und das sind ja monatlich 60 Euro, vorletzten Monat war es ja 70 Euro, die werden in 3M direkt wieder investiert und ja, läuft. Also man sieht jetzt 250 Euro derzeit. Ich habe ja etwas mehr investiert, 280 Euro bisher investiert in 3M. Das sind wirklich alles nur Dividenden und das ist natürlich erstaunlich. Also später sieht man ja bei Realty Income, dann wird es genau das gleiche sein. Also man investiert hier das Geld, was man von den Dividenden erhält. Man investiert Geld, das Geld macht Geld und dieses Geld 3M macht dann wieder mehr Dividenden, also wieder Geld. Also das ist, wenn man sich das vorstellt, wie so ein Schneeball, das ist einfach nur fantastisch, würde ich sagen. Also Hammer. So, auf jeden Fall, ja, soweit so gut. Das Depot steht derzeit bei 34.700 Euro. Ja, und davon sind, lass mich mal kurz überlegen, circa 8.800 Euro sind davon nur Performance, also Buchgewinne. Und Dividenden habe ich auch insgesamt jetzt in diesen 4 Jahren, oder sind aber schon bald ja 5 Jahren, 1.850 Euro gekriegt, aber die wurden halt wieder direkt wieder investiert. Ja, also man sieht hier über 10.000 Euro an Gewinn, Buchgewinne und realisierte Gewinne von eingezahlten, weiß ich gar nicht mehr so genau, ich glaube, es waren 24, 25.000 ungefähr. Genau. Ja, jetzt schauen wir uns so die Auswertung. So. Wie läuft denn das gerade im August? Ja, im August war ein bisschen schlecht. Ja, minus 83 Euro. Ja, ist in Ordnung. Dafür war der Juli natürlich enorm stark wieder. Schauen wir uns dann später mal den September an, wie sich der verhält. Ja, im Großen und Ganzen ist das natürlich in Ordnung. Man sieht hier auf die letzten 12 Jahre immer noch ein Plus. Das kann nicht jeder ETF von sich behaupten. Ich glaube, der S&P, der liegt bei den letzten 12 Monaten, oder zumindest in diesem Jahr, ich glaube bei minus 10%, glaube ich. Also man sieht, ich bin noch hier in diesem Jahr noch ganz knapp bei plus minus 0, kann man sagen. Also ganz, ganz knapp dabei. Aber S&P, der liegt glaube ich bei minus 10%. Also der Sparplan aber noch hält sich noch sehr, sehr gut. Ja, bei knapp vielleicht ein Prozentchen oder sowas. Aber immer noch im Plus dieses Jahr. Ja.
Was haben wir noch dieses Jahr? Man sieht hier die größten Ausschütter. Realty Income hat mir gut ausgeschüttet, ATL Group hat mir gut ausgeschüttet, AT&T, Unilever ganz klar, hier die besten Performer in diesem Jahr. Coca-Cola, ja, ganz weit oben mit dabei. Die muss man jetzt natürlich nachkaufen, ist klar. Immer wenn die natürlich oben sind, dann möchte man das Unternehmen haben. Wenn das etwas tiefer ist, dann sagt man nee, nee, nee. Aber eigentlich muss man es natürlich andersrum machen. Also dieses Jahr hat Microsoft gar nicht so gut performt, wie ich sehe. Dennoch sind die bei meinem Langfristdepot sehr stark dabei. Also Cisco Systems ist auch noch nicht so gut dieses Jahr. AT&T, Starbucks, ganz klar, wissen wir ja. Aber das sind natürlich hier die Top-Werte. McDonald's, Realty Income, PepsiCo und Coca-Cola in diesem Jahr. Ja, also ich denke mal, ich habe jetzt genug gequatscht. Also, wir hatten ja gesehen, im August knapp 60 Euro an Dividenden erhalten. Und ja, eigentlich kann man damit auch recht zufrieden sein. Das Depot ist immer noch im Plus, obwohl wir natürlich sehr schwierige Zeiten derzeit haben. Also ich bin mit meinem Aktiensparplan sehr, sehr zufrieden. Läuft seit über 4 Jahren und wird auch die nächsten Jahre weiterhin laufen. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis denne.